Beim Thema Fisch, was fällt Ihnen da ein? Ganz klar, Handtaschen. Nein, natürlich nicht. Hier wohnt eine Frau, die stellt aus Fischleder Handtaschen her. Und da hat man natürlich 1000 Fragen. Wie viel Heringe braucht man für eine Handtasche? Riecht das Ganze? Und wenn es nicht riecht, warum habe ich noch keine? Moin! Das ist jetzt hier alles aus Fisch? Alles Fisch und alles aus der Schlei. Wie kommt man denn auf die Idee, aus Fischleder zu machen? Also eine Freundin aus Norwegen, die hatte mal eine Aalhaut mit. Und da hat es mich total umgehauen. Und ich habe gesagt, das mache ich auch und habe einfach probiert. Und 2 Jahre hat es gedauert und dann kam sowas dabei raus. Eine Freundin hatte eine Aalhaut mit? Genau. Was hast du für Freundin? Ja, nette, kreative. Dann zeig mir doch mal, wie man das macht. Ja, das sind Aalhäute. Aal? Ja, Aal. Die kriege ich knackfrisch von den Holmer Fischern hier immer, netterweise. Und die werden dann gegerbt. Sag mal, und ganz kurz nochmal, hat ein Aal da so einen Strich? Ja, das ist die Flosse. Ach, das ist die Flosse? Genau, die Bauchflosse. Ach so. Und gibt es da auch, kann man aus jedem Fisch prinzipiell irgendwie Leder herstellen? Ja, aus fast jedem Fisch. Die gereinigten Fischhäute werden übrigens nur in einem natürlichen Sud aus Rinden eingelegt und 3 Wochen langsam getrocknet. Was ist das hier eigentlich? Das ist eine Seezunge. Ah, jetzt sehe ich es auch. Eine Seezunge? Ja, genau. Und das ist Aal? Das ist Aal, genau. Das ist Meerforelle. Meerforelle? Genau. Gibt es auch einen, der höherwertig ist, dass man sagt, guck mal hier, ich habe einen Lachs. Ja. Du hast ja nur einen Hering. Ach so, nein, ich glaube nicht. Während die Häute trocknen, müssen sie immer wieder geschmeidig gemacht werden. Also es dauert bis zu 8 Stunden. Wenn ich 10 Häute habe, diese Häute hier habe, dann muss ich den ganzen Tag trocknen und ziehen. Unser Aal soll jetzt ein Armband werden. Dafür suchen wir ein Unterleder aus. Das ist allerdings nicht aus Fisch, sondern aus Rentier. Nachdem wir festgelegt haben, wie breit das Armband werden soll, den Aal auf das Leder geklebt haben, kommt der schwierigste Teil, das Einfädeln. So, jetzt ist mir auch wieder klar, warum ich damals Werken genommen habe. Oh, er war schon durch. Nochmal. Alles, was Maike Hansen herstellt, ist handgenäht. Nicht den Nebenmann erstechen. Ist das jetzt? Achso, Entschuldigung. Hui, damit wir nicht hier noch übermorgen sitzen, gebe ich die Nadel noch mal weiter. Das sieht gar nicht schlecht aus. Na bitte. Na? Na bitte. Eine halbe Stunde später ist das Armband fast fertig. Jetzt nur noch der Druckknopf. Jetzt kommt der schönste Moment. Mhm. Perfekt, Wahnsinn, würde ich sagen, oder? Toll. Ein Armband kostet übrigens so um die 80 Euro, die Handtaschen ca. 300, je nach Größe. Dieses Armband musste ich jetzt mitnehmen, weil natürlich hat keiner so schmale Handgelenke wie ich. Und das Erstaunlichste ist, es riecht wirklich nicht nach Aal.